die Jahre, die ich vorher schon in Brasilien mich in vielen sozialen Projekten engagiert habe, auch mit Straßenkindern, und da gespürt habe, wie wenig man diesen Menschen helfen kann. Und hier im Freundeskreis empfinde ich das, hier habe ich ein Mittel in der Hand, diesen Menschen wirklich zu helfen. Wir haben ja in Brasilien auch schon Gemeinschaften bei einem Indianerstamm. Und auch dort geschehen die Heilungen, und man sieht, die Leute brauchen nicht mal lesen und schreiben zu können. Sie brauchen nicht in die Schule gegangen zu sein oder so. Es geht um das Wesentliche, das Grundlegende des Lebens überall. Und das ist so schön, da mithelfen zu können, dass die Leute das wieder finden. Die Lehre Bruno Grönings ist so einfach und so simpel, dass wir eigentlich die ganze Philosophie des Lebens, die Philosophie der Medizin, als Mediziner selbst, in ganz einfache Sätze erzählen können. Und dass die Menschen in Südamerika auch Recht haben, die Möglichkeit, diese Lehre zu erkennen. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in Süd- und Mittelamerika Bruno Gröning-Freunde. Am Anfang ist auch hier, wie in vielen anderen Ländern, die Sprache Esperanto ein wichtiges Hilfsmittel. Der allererste war eigentlich der Herr Hümmet, der Alex Hümmet aus Belgien. Der ist auch Spanier eigentlich. Also er spricht Muttersprache, ist eigentlich Spanisch für ihn. Und er ist damals von sich aus, also nicht im Auftrag des Freundeskreises, sondern ganz von sich aus nach Kuba geflogen auf einen Esperanto-Kongress. War ein regionaler Esperanto-Kongress. Und da war er und hat die ersten Kontakte jetzt dort geknüpft in Kuba. Er ist dann zurückgekommen mit einigen Adressen und dann standen wir da und ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat die Frau Häusler damals den Robert Freigassner und den Detlef Meyer 2 Monate später nach Kuba geschickt. Und jetzt haben sie die Freunde besucht und haben die ersten Gemeinschaften dort gegründet. Und das war wie ein kleines Abenteuer für mich damals, weil die Autos, es ist alles ganz anders, als ich es von Österreich kenne oder von anderen europäischen Ländern. Und wir waren ja keine Touristen in dem Sinne. Wir sind ja nicht an den Strand gefahren und wir sind direkt zu den Leuten hin und haben gesehen, wie die leben und auch unter welch schwierigen Umständen die teilweise leben müssen. Eine Frau, an die ich mich heute noch gut erinnern kann, weil die haben sie praktisch hereingetragen und hingelegt, die war nur noch ein Gerippe mit Haut. Also die war so abgemagert, und auch dort haben wir nicht nach der Krankheit gefragt, sondern einfach nur von der Gesundheit berichtet, die andere erlebt haben. Und auch sie war recht schwach, aber sie war dort, hat sich das angehört. Circa ein Jahr später habe ich bei einem Esperanto-Kongress ihren guten Freund wieder getroffen. Und dann habe ich ihn auch gefragt über diese Frau, was mit der passiert ist. Und er hat gesagt, ja, die arbeitet wieder. Das war damals also undenkbar, wenn man die Frau gesehen hat. Es sind sehr, sehr viele Heilungen damals geschehen in Kuba. Nur durch das Regime gab es das Problem mit dem Versammlungsverbot. Aber die hatten die Lehre wirklich so im Herzen, dass sie immer geguckt haben, wo sie sich heimlich in irgendwelchen Wohnzimmern treffen könnten. Es war auch nicht möglich, Schulungsmaterial rüberzuschicken. Das wurde sofort zur Seite geschafft. E-Mail-Kontakt war sehr, sehr schwer auch, weil es alles einfach kontrolliert wurde in Kuba. Und so hat man dann immer geguckt, dass ab und zu einfach jemand einmal nach Kuba fliegt und dort betreut. Heute gibt es in fast allen Ländern Mittel- und Südamerikas Gemeinschaften und es sind schon viele weitere Heilungen geschehen. Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Lehre Bruno Grönings spielen auch hier die Informationsvorträge von Ärzten. Und dann haben wir einfach angefangen, die Lehre Bruno Grönings und diese Heilungen auf geistige Wege praktisch vorzustellen. Diese Informationsvorträge haben wir mittlerweile in Mexiko, in Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Chile, Peru, Argentinien und andere Freunde haben auch in Venezuela auch gemacht.
Und das machen wir sehr, auf Liebe. Und wir bekommen absolut kein Geld oder so dafür. Das machen wir in unserer Freizeit, in unserem Urlaub praktisch. Mi primera experiencia con lo que es conferencias. Meine erste Erfahrung mit Vorträgen hatte ich im Oktober 2006. Herr Dr. Castañeda kam nach Arequipa, um dort Vorträge zu halten. Und dann nach Lima. Danach stieß ich zur Gruppe dazu und ging mit auf die Reise. Wir fuhren nach Santiago, wo ich meine erste richtige Erfahrung machen durfte. Es war sehr interessant, obwohl ich ein wenig nervös war. Aber mit der Hilfe von Bruno Gröning klappte alles gut. Dort habe ich sehr viel Kraft bekommen und ab da ging alles wunderbar. Wir reisten nach Argentinien, Paraguay und alles war gut. Die Vorträge waren sehr schön. Es kamen viele neue Freunde dazu. Auch Katharina Gabel aus Paraguay erfährt durch einen Ärzteinformationsvortrag von Bruno Gröning. Durch Herrn Dr. Plättner, der bei einem Zwischenbesuch von Argentinien aus Buenos Aires nach Asunción kam und einen Vortrag hielt vor Deutschen. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich am nächsten Tag alles im Internet nachlesen musste, was da noch alles an Informationen gab. Und dann spürte ich einfach in mir, das muss man doch den anderen Menschen mitteilen, dass es sowas wie unheilbar eben nicht gibt. Katharina Gabel betreut im Freundeskreis mittlerweile den gesamten spanischsprachigen Bereich Mittel- und Südamerikas. In Lima trifft sie sich mit der Leiterin des portugiesischsprachigen Brasilien, Gerda Nickelmaia, und tauscht sich mit ihr aus. Die Jahre, die ich vorher schon in Brasilien mich in vielen sozialen Projekten engagiert habe, auch mit Straßenkindern, und da gespürt habe, wie wenig man diesen Menschen helfen kann. Und hier im Freundeskreis empfinde ich das, hier habe ich ein Mittel in der Hand, diesen Menschen wirklich zu helfen. Bueno, pues desde 1997 padecí. Seit 1997 litt ich an Bandscheibenvorfällen. Die Schmerzen waren schrecklich, fürchterlich. Y los dolores eran terribles, eran atroces, ¿no? O sea que, ich habe verschiedene Therapien gemacht, nicht nur in Kliniken, Krankenhäusern, Druckkammer, Thermalbäder, Akupunktur, Heilpraktiker, Heiler. Ich ging zu allem hin, was die Leute mir empfahlen. Mire, donde me decían, yo iba buscando la solución, ¿no? Nun ja, die Schmerzen, die ich hatte, waren furchtbar. Ich brauchte ständig Schmerzmittel. Wenn ich einen dieser schrecklichen Schmerzanfälle hatte, mussten die Ärzte mir Neurobion zusammen mit Voltaren geben. Also nicht entweder das eine oder das andere, sondern beide gleichzeitig. Der Pfleger, der manchmal kam und mir 4 oder 5 Tage lang Spritzen gab, sogar der Pfleger wollte mir keine höhere Dosis geben, weil er fürchtete, dass ich Organschäden davontragen könnte. So stark waren die Medikamente. Wenn diese Schmerzen kamen, musste ich ihm beim Hinsetzen helfen. Es war eine sehr schwierige Situation für die Familie. Aber wir suchten Hilfe. Ärzte, Heiler, Therapeuten und alles. Alle haben gesagt, dass er praktisch unheilbar sei. Im Verlauf dieser 9 Jahre stellten die Ärzte aufgrund der Röntgenaufnahmen und Magnetresonanzen fest, dass ich mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. Das heißt, an 3 verschiedenen Stellen der Wirbelsäule hatte ich Bandscheibenvorfälle. Als die Anfälle kamen, waren sie so stark, dass ich mich krümmte, dass ich tagelang nur in gebückter Haltung bleiben konnte, weil es so weh tat. Ich fühlte einen schrecklichen Schmerz vom Nacken die Wirbelsäule entlang. Und ich fühlte, wie die Muskeln sich zusammenzogen. Era terrible el dolor que sentía, ¿no? Es geht um eine Mehretage-Wirbelsäule-Veränderung,
in den Bereichen L2 bis S1, das heißt im Lendenbereich bis zum Steißbein. Diese Veränderungen sind eindeutig mit Verengung der sogenannten Foramina, sogenannte Stenosis foraminal, die Ursache oder die Schmerzen, ganz, ganz schwierige Schmerzen verursachen. Im Jahre 2003 ging ich nach San Borja und erfuhr von Bruno Gröning und der Heilung auf geistigem Weg. Er war auf Reisen und als er zurück war, habe ich es ihm erzählt. Und er antwortete, dass ich ihn nicht mit so etwas belästigen solle. Ich sagte ihr, nein, komm mir nicht mit so komischen Sachen. Ich dachte, dass eine Heilung auf geistigem Wege unmöglich sei. Für mich war das in diesem Moment völlig absurd. Nein, ich hörte nicht auf sie und sagte ihr, kommt mir nicht mit sowas. Ich glaubte blind an die Ärzte und die Schulmedizin. Das war im Juni 2003. Ich litt weiter bis Ende 2003, das ganze Jahr 2004 und im Jahr 2005 kam ein Tag, da konnte ich die Schmerzen nicht mehr ertragen. Mir standen die Tränen in den Augen und ich sagte zu meiner Frau Betty, komm, setz dich mit dem Freundeskreis in Verbindung, lass uns das mal anschauen, wo muss ich hingehen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann fuhren wir doch zu Herrn Arturo Valdez. Ich brachte ihn zuerst mit dem Auto und dann hat er immer mehr Vertrauen bekommen. Dann ist er alleine gegangen und war viel glücklicher. Er hatte nicht mehr so viele Schmerzen. Daraufhin bekam ich weniger Spritzen. Und eines Tages nahm ich gar keine Tabletten mehr, bekam auch keine Spritzen mehr. Und das Korsett, das ich täglich trug, ich legte es mir morgens an und abends wieder ab. Also eines Tages sagte ich mir, jetzt werde ich es heute mal weglassen. Mal sehen, was passiert. Und auf einmal brauchte ich kein Korsett mehr und auch keine Spritzen oder Tabletten. Danach gab es einen Vortrag im Oktober 2006 in Lima. Und einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahme nochmals an und sagte, Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. Einige Tage später lernte ich Dr. Jorge Castañeda kennen und er sagte das Gleiche. Er war erstaunt über dieses Wunder, das Gott in meinem Körper getan hatte. Die Heilung von Herrn Cabeza, den ich übrigens auch persönlich kenne, ist für mich faszinierend, dass jemand nach so vielen Jahren Schmerzen praktisch in eine sehr schnelle Zeit, ja, dass die Beschwerden verschwinden sind, ist faszinierend und medizinisch nicht zu erklären.